Selti, wach auf. Ich will noch eine Folge Raft mit dir spielen. Ist verkackt. Raft! 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 Wir sind wieder zusammen. Guck mal. Yay. Und ich hab dein Inventar dabei. Geil. Ja, aber du kriegst es nicht wieder. Ja, sortier's mal ein. Das ich brauch nur meine Taste. Guck mal, guck mal da oben. Nein, du kriegst keine Schnabeltaste. Oh Mann, lass uns mal ganz schnell hier weg, ey. Mit der Insel will ich nichts mehr zu tun haben, die ist mir so suspicious. Oh Mann, ich will hier weg. Hättest du meine Taste gegeben, bevor ich war, du hast dann mich gerettet. Nein, du kannst jetzt einfach sterben. Hier, nimm deine, ich hab nur noch eine Tasse, hier. Nimm die und geh. Freunde, das war Balboa Island, ihr habt den Rest noch mitbekommen, ne? Wir lichten den Anker und sagen adieu, du schnöde Welt. Es wird Zeit für uns weiterzugehen. Oh, ich hänge an dem. Eieiei. Das war jetzt schon sehr ereignisreich dort, muss ich sagen. Und auch sehr, sehr einprägsam. Ich habe viel gelernt. Ich möchte nicht mehr dorthin. Ich mach dir mal Machete, Bogen und so weiter hier in die Panikkiste mit rein, ne? Ja. So. So, von mir aus kriegt er ein paar mehr Pfeile, ne? Selti ist ja ein ehrenvoller Mann. Ja, du musstest auch lachen, ne? Oh Mann, es ist so schlimm. Ja, und jetzt geht's irgendwie quasi wieder von vorne los bei uns, ne? Ja, also mehr oder weniger. Also so ein bisschen geht's halt jetzt wieder von vorne los. Anker habe ich gelichtet. Ne? Sehr schön. Ich weiß, wie das heißt. So, und jetzt können wir aber noch, pass auf, den Biokraftstofftank lernen herzustellen. Ja. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch in unsere Post-Heiligabend-Folge, ne? Ich hoffe, ihr hattet einen besinnlichen Abend, vielleicht auch ein paar besinnliche Tage schon. Nee, mit der Möwe will ich jetzt nichts zu tun haben. So, und wir gucken uns jetzt an, wie das mit dem Biokraftstoff läuft. Wenn ich das finde, wo man es herstellt. Hier. Mischt Rohkost und Honig zu Biokraftstoff. Biokraftstoffraffinerie ist das. Treibstoffrohr, nützlich um Biotreibstoff zwischen verschiedenen Maschinen zu transportieren. Und der Tank, speziell entwickelt zur Aufbewahrung von Biokraftstoff. Also das klingt für mich so, als würden wir eine Raffinerie brauchen und dann eventuell drei Tanks, für jeden Motor einen Tank. Weißt du? Ja. So das klingen für mich. Weißt du? Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals an den Punkt kommen, wo wir nicht mal mehr einen Haken haben, ne? Ja, aber wir müssen auf dem Netze. Das geht schon. Ja, das geht schon. Aber ich würde schon sagen, es heißt jetzt jeder für sich, ne? So, okay, du. Ich guck, wo ich bleib und du guckst, wo du bleibst. Und alles andere ist mir egal. Okay. Nein, Quatsch. Sag einfach, ich kann dir einen Schrotthaken bauen, wenn du willst. Ja, machst du? Okay, hab ich. Liegt hier. Danke. Dann baue ich mir eine Axt, damit ich für uns dann hier schon mal Holz fällen kann wieder. Ja. Hab nämlich gerade noch nicht genug Planken. Ja, ich guck mal nach ein paar Planken hier und damit ich die Schmelz anschmeißen kann, für eine vernünftige Flasche. Wieder. Das wäre super, ja. Ein bisschen Alge hier. Ich würde sagen, am Ende der Folge stehen wir wieder sauber da. Könnte gut sein. Haben wir in die richtige Richtung und das heißt was? Ja, ich glaube, die Meer ist uns wohlgesonnen. Ich glaube, das Meer ist uns wohlgesonnen. Also Brot auch ein bisschen zerkaut hier. Ja, ich mache jetzt hier gleich mal noch einen Bauhammer. So. Der liegt auf der 3. So, und dann bauen wir hier. Zack. So, dann essen wir die Coconut. Coconut. So, okay. Du, die Coconut. Könnte ich mal ein bisschen Fleisch hier durch noch, ne? Ja.
wieder gut dastehen. Wo ist er denn schon wieder, der Bruce? Hey, komm, spür meine Machete. Bruce Danell, Alter, so. Oh, ich habe irgendwie das Inventar jetzt anders liegen. Das ist ganz unangenehm. So war es, glaube ich. Ja, gut, Kunststoff brauche ich noch, sagt er. Kunststoff haben wir ja, aber daran scheitert es nicht. Boah, guck mal, wir fahren halt echt richtig, richtig gut gerade. Ja. So, ich guck mal, was man noch reparieren muss. Na gut, 95 repariere ich jetzt nicht unbedingt direkt. Oh, da hat er aber ganz schön geknabbert zwischenzeitlich. Ich kann es verstehen, dass er so ein bisschen sauer ist, weil wir jetzt ein paar Tage weg waren quasi, aber... Aber eigentlich ist schon übertrieben, findest du nicht? Ja, ist schon eine kleine Diva. Eigentlich ist übertrieben, so. Eigentlich ist das super uncool von ihm gewesen. So. Bis wohin geht eigentlich unser Boot? Bis dahin theoretisch nur. Okay. Dann machen wir doch hier einfach mal zu und dann hat sich das schon. So. Ah, super, eine Flasche. Jetzt habe ich nicht nur... Ja, ihr wollt gerade sagen, jetzt habe ich nicht nur eine Flasche als Co-Kapitän hier. Naja. Wir sind ja nett zueinander, könnte man meinen. Meine Fässchen kriegst du nicht. Alter, wie viele von diesen Bauplänen wollen wir denn noch sammeln, ey? Willst du fertig sammeln, oder... Ich weiß es nicht, ich würde sie gerne aufheben. Ja, gut. Aus irgendeinem Grund will ich sie aufheben. So, aber pass mal auf, hast du hier schon eingestellt? Nee, das können wir jetzt nämlich mal machen. Den neuen Kurs setzen. Weißt du, das darf ich jetzt mal machen. Das finde ich nämlich schön. 7, 2, 4, 6, Caravan Town. Geh weg. Ich darf das alles machen. Nein, sind wir nicht. Achso, hast du mich eingestellt. 7, 2 und... Aber wieso... Aber stopp. Wieso wird uns das andere auch noch blau angezeigt? Weißt du, was ich meine? Ja. Weil Boa Island wird uns immer noch blau angezeigt. Heißt das, dass wir die Insel tatsächlich jetzt vielleicht wegen der Glühbirne noch nicht ganz fertig gespielt haben? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir nachher nochmal zurück zu der Insel. Oh ja, lass uns nochmal zurück zu Balboa Island, ey. Nichts ist mir lieber als das. Nochmal zurück zu der Insel. Ja, könnten wir ja theoretisch echt machen. Wir waren auch nicht mal im Wasser, um nach hinten zu gucken. Ja, oh, wir könnten auch zum Blubberfisch jetzt nochmal. Ja, könnten wir. Ja, auf jeden Fall Insel voraus und so, ne? Insel voraus. Ey, und da ist ein Boot rechts von uns. Kannst du mal kurz Anker werfen? Ich will das Boot piraterieren. Oh, und ein Netz muss ich gleich nochmal herstellen. Können wir mal parallel schon gucken, was wir dafür brauchen. Okay, kannst du mir eins herstellen? Raus, ne? Ja. Kannst du mir ein Insektennetz basteln? Insektennetz. Bruce hat was dagegen, dass ich hier den Piraten spiele. Aua. Könntest du mit dem Boot bitte zu mir kommen? Ach, jetzt macht er den, ey. Uff. Ja. Ja, so ein bisschen fühle ich mich hier allein auf meinem Boot. Nicht, geht das schon unter? Das geht schon unter. Ach, du Heiland. Oh, ich will nicht schon wieder. Armer Selti. Armer Selti. Hm. Ja, aber ich komme an. Das passt. Ich kann noch einen Hit kriegen. Das passt. Ja, ja, fahr zur Insel. Fahr zur Insel, das geht. This is all we got. Wie ich dieses Lied immer noch im Ohr habe, ne? So, Scharniere, Nagel, einfacher Fischtopf brauche ich nicht schon zum tausendsten Mal jetzt. Was willst du denn? Lebe doch nicht. Weil das blöde Möwenvieh hier wieder rumläuft die ganze Zeit. So, das ist jetzt mein Fleisch. Dass du das auch gehört hast. Ich würde jetzt gleich mal die Motoren umbauen, oder? Ah, die sind noch nicht ganz leer. Wenn die ganz leer sind, würde ich dann tatsächlich die umbauen, ne? Okay. Ja.
Der greift tatsächlich dieses Feld hier an, der Drecksack. Der Motor drauf steht. Ja, ja. Das ist nicht so cool. Frecher Hund, der. Ist auf die kleine Insel rauf? Nein, oder? Doch, doch, doch. Da wollte ich jetzt kurz hin. Also, ich sag mal, wir können das so ein bisschen Drive-by-mäßig machen, wenn du keine Lust hast, so. Dann springe ich da kurz. Ja, dann springe ich kurz drauf. Ja, ich fände es halt für die Zuschauer schön, weißt du? Wir haben jetzt so viele große Sachen gemacht. Wenn die jetzt mal wieder so was Kleines sehen, was das erdet sie dann auch. Weißt du, dann können die Sachen auch mal wieder besser genießen, so. Weißt du, wenn wir dann mal wieder was Großes machen. Mal so ein kleiner Drive-by hier. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das jetzt toll fandet, dass ich auf dieser kleinen Insel war. Hm? Hier mal ein paar Coconuts gesammelt habe. Hast jetzt aber nicht den Anker gesetzt, oder? Doch, habe ich. Nein, lass doch weiterfahren. Wir machen echt nur so einen Drive-by-Besuch. Nö. Ach, willst du ein bisschen riffen, oder was? Vielleicht mal schauen, wir sind ja relativ. Ja, dann check doch mal. Relativ wenig Metall nur noch, glaube ich. Hier unten. Hier scheint auch nichts großartig zu sein. Hier ist ein kleines Riff. Ja. Aber Autonom liegt hier echt auf klein. Oh, da ist eine kleine Höhle. Mit der könnten wir vielleicht mal spielen hier. Oh ja, das ist eine Höhle. Ui. Aber ganz klar ist das eine Höhle. Hoffentlich stirbt der Selti nicht. Oh, doch, er Selti stirbt. Ah ne, ist nur ein Durch, ist nur ein Durchgang. Ist keine Höhle. Es geht quasi nur durch. Ich bleib mal an Land jetzt. So mit wenig Lebenspunkten. Ich dachte, das wäre eine Höhle. In der Höhle gibt es aber Erz, beziehungsweise in diesem Durchgang. Wo war der denn? Wenn du hier runter gehst, bisschen nach rechts noch, glaube ich. I do the coconut. So. Die Blumen waren, glaube ich, alle hier drin. Blumensamen könnten wir hier mit reinschmeißen. This is all we got. So. Unter der Insel quasi, oder wo? Direkt unter der Insel quasi. Ich kann gleich gerne nochmal mithelfen. Ich muss nur eben schauen, dass ich überlebe. So. Ja, es ist jetzt nicht spektakulär, aber. Weißt du, was ich glaube? Wir müssen Blumen anpflanzen, damit die Bienen was machen. Was hältst du von der Theorie? Ich werde plausible Erklärung. Ne? Ich pflanze mal was. Kann man die hier anpflanzen? Ne. Was muss ich mal haben für die kleine gelbe. Ach so, ich sollte vielleicht nicht die Blumen anpflanzen wollen, sondern die passenden Samen dazu, ne? Ja, könnte Sinn machen. Gelber Samen, weißer Samen, roter Samen, roter Samen. Wo auch immer der Zill ist. Ist er disappeared? Nee, ne? So. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich die Bienen dann zum Laufen, weißt du? Fände ich auf jeden Fall schön. This is all we got. So. Wir haben echt viele Palmblätter am Start. Da brauchen wir viel Kunststoff für die Rohre nicht. Da brauchen wir wieder viel Kunststoff für, okay. Dann würde ich sagen, machen wir doch das schon mal. Bolzen. Bolzen brauchen wir. Ach, man braucht nur eins von beidem. Okay, das ist ja easy. Dann hätten wir nämlich das schon. Und dafür brauchen wir zwei Bolzen. Planken und Kunststoff. Sauber. Sag mal, wer schnappt denn hier die ganze Zeit? Bist du unter Wasser oder was?
Ja. Ach so, ich denke schon, was hat denn der für einen Trigger gerade, ey? So. Ich finde das schön so. Zu Weihnachten steigen wir jetzt auf Biokraftstoff um, weißt du? Sollen wir ihn töten oder was? Dann Ja, ist dann schon ein Ruhe. paar Pfeile im Gesicht hier. Na komm her. Ja, bist aber richtig ausgerastet, okay. Perfekt und tot. Sauber. Ja, dann lass uns hier nochmal fröhlich riffen. So, ich sag nur mal, die Höhle ist hier so komischer. Gleich, ich muss einmal hier den Vogel wegmachen. Also das Vogel wegmachen geht tatsächlich besser mit Speer, finde ich. So, eins für den Selti, eins für die und eins für die. Da unten drin, hier, schau. Da unten drin, meine ich, war Da unten das. drin. Ja, so irgendwie glaube ich, aber es sieht gerade nicht so aus. Wenn nicht, müsste halt auf der anderen Seite mal kurz rein. Ja, gut, ist doch egal. Ja, war jetzt nicht Okay. die Welt. Ah, ne. Ich dachte gerade schon, das Boot bewegt sich. Gibt es da unten noch was? Bisschen Schrott, aber wir könnten theoretisch auch weiter, oder? Ja, ich denke schon. Also, Aber weiß es war ja nur nicht. drei freimäßig machen wollten, sind wir schon ziemlich lange hier. Ja, weil du meintest, du willst ein bisschen riffen. Ja, ich dachte, hier gibt es ein bisschen mehr, aber nope. Na, ich sag mal, es sieht schön aus, das Riff, aber es hat jetzt nicht so viel zu bieten. So, Schaufel braucht man noch, Insektennetz brauchen wir noch. Ton, Sand. Hier, die Wie Algen lange ich warst du jetzt schon, oder gelichtet was? Du hast gelichtet schon. Okay, ja, dann mache ich nur noch geschwind hier den Seetang. Den nehme ich schon noch mit. In welche Richtung fährst du denn, mein Lieber? habe. Ja. Ja. Du fährst, glaube ich, gerade nirgendwo hin, weil du festsägst. Kann das sein? Ja. Naja, dann mache ich mir wenigstens mal Hier keine keine Sorgen. Höhle. Ja, wie gesagt, ich finde, die ist mit Speer besser zu machen. Ich hab's erwischt. Ja? Killer, du. Ah, der Hai ist wieder da. Ist gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Okay. Bin an Bord. Was treiben wir Schönes? Ich mach's mir jedenfalls hier. Entschuldigung, ich nix verstehen. So, du kümmerst dich drum, dass wir weiterkommen. Wollen wir noch mal zu der explosiven Pulverinsel? Oder passt die gerade so gar nicht? Momentan, also könnte man probieren letztendlich, ne? Ja, weil ich meine, wir brauchen die halt. Ja, Preston, wo das war? Ja. Und zwar könnte die vorne rechts die 403 Punkte sein. Tatsächlich, also no joke, das könnte die sein. Siehst du, die hat halt schon hier wieder eine unserer Blumen weggemacht. Diese Möwe, aber gut, ich sag mal, es tangiert mich jetzt nicht sehr. Ja, wir sollten vielleicht erstmal die Motoren jetzt um. Wobei, nee, die sind noch. Ich schalte die mal ein, dann kann man die nochmal leer laufen lassen. Dann guckst du, dass wir in Fahrtrichtung sind, ja? Zum gelben. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Das hast du, okay. Ja, dann fahren wir nämlich da nochmal hin zu dem grünen Punkt. So. Ah, der war knapp. Schade. Ja, guck mal, das ist eine große Insel. Kann das sein? Kann das sein oder eher nicht? Ihr könnt auch die Koordinaten der Insel eingeben. Ach ne, die hatte keine Nee, Koordinaten. das war ja eine randommäßige Insel. Aber die sieht Okay. ja relativ groß aus. Alle mir vorne versagen, okay. Okay, aber unsere Motoren sind weg. Dann ziehe ich die jetzt mal hier ab. Zack. Und baller den hier hin.
So. Wir müssen hier vorne auch noch umbauen, ne? So, theoretisch in die Richtung. Und dann baue ich den noch um. So. Und dann haben wir nämlich hier eine schöne Front quasi. Mit Motoren. Können hier dann das Loch stopfen. Guckst du, dass wir ankommen? Ja. Echt? Sieht gar nicht so aus. Oh, dort halten wir sind selten ohne Motoren. Oh. Ach, fahren wir. Stimmt, wir fahren ja gerade nur mit Wasserkraft. Und Segelkraft. Segelkraft, ja, aber ein bisschen lenken könntest du trotzdem, wa? Ja. Ich bin gerade so richtig pissig unterwegs, gell? Habe ich so das Gefühl? Überhaupt nicht schön. Zumindest habe ich von mir selber gerade das Gefühl, dass ich überhaupt nicht schön unterwegs bin. Wir müssen dann tatsächlich aber hier hinten nochmal umbauen. Und zwar grundsätzlich für den Biokraftstoff. Ja. Echt? Wo? Ich sehe keine. Hier ist eine Bienenanimation. Hier ist eine Biene, das. Echt? Okay. Dann ist das bei mir verbuggt. Naja, muss ja auch mal was bei mir verbuggt sein. Aber sehr schön, dann sind hier die Bienen da. Weißt du, das ist auch schön. So nach Weihnachten ist irgendwann wieder Frühling, dann blüht alles schön. Ja. Weißt du? Sind wir schon da an der Insel? Nee, noch nicht. Das ist schade. Geduld, Geduld ist nicht meine Stärke. Überhaupt nicht. Hey, dein Bruno. Bruce. Die Machete gespürt. Ernten. Oh. Was ist los? Wenn ich aus der Luft gefischt habe. Ehrlich? Nice. Hast du aber sauber abgeschossen, den Kollegen. Oh, richtig aus dem Leben geschossen, Junge. Sauber. Oh, muss man dann schon auch mal sagen, wenn du was gut machst. Machst ja nicht oft, aber wenn, dann muss man das auch mal loben. So. Was ist mit meiner Maus los? Die zieht die ganze Zeit standardmäßig nach links. Nee, das war gerade, weil ich gelenkt habe. Ah, ey, ich dachte schon, was ist jetzt los? Nee, das ist halt so komisch mit dem Spiel irgendwie. Mm, okay. Wenn man das Boot lenkt, dann zieht deine Maus ganz komisch weg. Okay. Okay, also den könnten wir da hinstellen. Jetzt essen wir erstmal noch ein paar Coconuts. So, wir sind theoretisch da. Was sagst du? Die Animation ist jetzt auch nicht mehr da. Ja, vielleicht kann man jetzt was abbauen da oder so? Nee. Nee. Das ist schade. Naja, das wird kommen mit der Zeit. Ich sag mal, wir haben ja auch immer noch nichts irgendwie, womit wir dieses Gras abbauen können, scheinbar. So, wie war das jetzt Insektennetz? Das ist doch für die Tiere, das Gras. Hattest du das Insektennetz gemacht? Wenn nein, ist okay, dann mache ich das jetzt gerade mal eben selbst. Okay, dann machst du dir selbst. Auf der anderen Seite brauchen wir das im Moment. Na naja, komm, wir nehmen es mal mit, wa? Dann haben wir es. Haben ist haben. So. Ja. Was willst du, ob du es machen kannst? So, dann wäre das nächste aber, dass wir hier unser Wasserbehälterchen wieder umplatzieren müssten. Wenn jetzt hier auf der Seite nämlich die Motoren sind, weißt du? Ja. So, ich habe mal eben das Wasser rausgezogen. Und dann nehme ich das nämlich weg. Weil wir ja dann auf der Seite
So, dann bauen wir doch. Ja, oder wir lassen das alles auf der Seite und setzen die Motoren auf die andere Seite. By the way, wir könnten hier jetzt Anker setzen. Warte mal, ich lenke mal noch ein bisschen nach rechts. Das Och, sieht aus. Mann. Ja, komm, einfach Anker und weg. Ich hänge hier gerade an der Treppe fest. Wir könnten die Motoren auch alle auf die andere Seite Das setzen. ist nicht die richtige Insel, ne? So Ist vorne. das nicht die richtige? Ja, Aber waren wir an irgendwie. der schon? Wir könnten auf jeden Fall mal gucken, was bei der so geht. Ja, das Finde können ich. wir machen. Das könnten wir machen. So. Ich habe nur gerade einen Haufen Stuff dabei. Den müsste ich mal eben irgendwo unterbringen. Das, Zweite das. Wasserstation machen, einen So. zweiten Grill, oder meinst du, das geht erstmal so? Ich glaube, das geht fit. Okay. Ich würde jetzt als nächstes echt überlegen, wo bauen wir die. Wo bauen wir unsere. Hier, Dinger dahin, ne? Du weißt, die Dinger. Die Dinger. Die Dinger. So. Nee, aber ich glaube jetzt einmal noch eine kleine Loot-Tour hier und dann sind wir echt wieder gut aufgestellt, was Material angeht. Ja. Würde ich sagen. Und ich weiß auch echt nicht mehr, welche der Inseln das war, auf der wir dann jetzt hier sind. Das ist ärgerlich. Ist schade, man müsste die Koordinaten irgendwie benennen können, ne? Ja. Sieht aus wie eine Bäreninsel. Oder was meinst du? Ich hab kurz, weil mir das Wasser hier abgekocht ist, dann kann ich kurz schauen und gucken. Ah, unser Dulli auch Ja, noch. das ist eine Bäreninsel. Komm, da kann man gehen. Das brauchen wir nicht. Okay. Das ist eine lapprige Bäreninsel. Dann fahren wir lieber nochmal und suchen uns jetzt hier die Insel, die wir tatsächlich brauchen. Dann würde ich jetzt nur tatsächlich noch kurz von dir wissen wollen, machen wir die. Machen wir die Motoren, lassen wir die hier oder setzen wir die auf die andere Seite? Sag mal eben. Hä? Andere Seite. Okay. Dann auf die andere Seite. Ach, ich habe die Blumen geerntet, das wollte ich gar nicht. Ist okay, einfach wieder pflanzen. So, okay. Dann setze ich die eben um. Und wenn wir wieder losfahren, Freunde, dann ist es nicht mehr lang bis Silvester, ne? Und dann sagt der Molle wieder: Kraft, Kraft, Kraft. Tschüsschen. Ciao.